Wenn du die Gesellschaft als Ganzes hast, dann gibt es Leute, die tun was für diese Gesellschaft. Die machen die schaffen einen positiven Mehrwert. Zum Beispiel die Leute, die unsere Kinder erziehen. Das heißt jetzt irgendwie Kindergärtner oder Lehrer. All diese Leute, die kümmern sich um das, was für unser eigen Fleisch und Blut, um das Allerwichtigste, was wir haben. So. Das sind im Endeffekt Leute, die müssen top bezahlt sein, theoretisch. Die müssen irgendwie gesellschaftlich eigentlich auch geehrt werden dafür, was sie da tun. Es ist generell scheiße, wie die meisten Leute im Gesundheitssektor bezahlt werden. So. Du hast halt irgendwie eine krasse Diskrepanz zwischen den Leuten, die sagen, ich mache eine Schönheitsklinik auf und habe nur Privatpatienten. Und dann hast du da irgendwie auf der anderen Seite irgendwie einen Arzt, der hat irgendwie hohe Ideale und sagt, ey, ich gehe hier in einen sozialen Brennpunkt, ich gehe in die Notaufnahme, ich werde Chirurg, ich schiebe 36-Stunden-Schichten. Ich nähe den Leuten halt hier irgendwie ihre versifften Wunden zu. So. So jemand wird auch in der Gesellschaft nicht, der kriegt das nicht vergolten. Und das ist das, was ich meine mit sozialer Gerechtigkeit. Hier werden Leute irgendwie mit Lob überhäuft, die, sag ich mal, ein Ball ins Tor dreschen, noch nie ein Buch gelesen haben und die größten Vollidioten sind so. Die kriegen dafür irgendwie Millionen, die kriegen irgendwie die schönsten Frauen, die kriegen irgendwie Sendezeit im Fernsehen und so weiter. Und es ist nicht, dass ich ihnen das nicht gönnen würde. Die können das gerne haben. Aber ich würde gerne genau das Gleiche, wenn nicht sogar irgendwie noch mehr sozusagen sehen, für Leute, die tatsächlich irgendwie was richtig, richtig Gutes machen, so in der Gesellschaft.